Hallo und herzlich willkommen zum Tutorial, wie man mit Extreme Photo und Grafikdesigner 5 zwei Bilder zusammenfügen kann. Und ja, also, und zwar gab es heute auf Chip kostenlos Magix, den Fotodesigner da zum Download. Und da ich heute so Langeweile hatte, habe ich mir überlegt, dass ich ein Tutorial mache. Aus diesem Grund, ja, mache ich es jetzt, genau. Ja, auf jeden Fall, die beiden Bilder habe ich. Zum einen Huma und zum anderen den Ferrari. Und zum Schluss soll es ungefähr so aussehen, ja. Und, dann gehen wir einfach mal auf Fotos detailliert bearbeiten. Und ja, sobald wir es offen haben, was ein bisschen dauert, ein bisschen lang. Ah. Ja, dann fügen wir erstmal die Bilder ein. Am Anfang, ach, einfach beide mal einfügen. Ja, und dann gehen wir da auf Personenobjekte freistellen. Und dann magnetisches Lasso. Und dann zum Mirroring her. Na, so. Ja, das reicht. Genau, und dann tun wir halt einfach mal irgendwo hinklicken. Wir mal da hinklicken, dann ziehen wir das nach. Das seht ihr schon. Da kommt so eine Linie da, so eine graue, gestrichelte oder was das sein soll. Auf jeden Fall, das zieht ihr dann langsam nach. Und wenn ihr dann fertig seid, müsst ihr, glaube ich, Doppelklick machen. Und dann links, ja, Doppelklick. Dann links darauf anwenden gehen. So, jetzt hätten wir ihn ausgeschnitten. Dann Steuerung C. Dann würden wir den da reinkopieren. Genau, dann wählen wir da oben das Werkzeug aus. Verkleinern. Oh, jetzt habe ich es mit Zern gemacht. Ja, egal. So wäre das für seine ungefähr. Genau. Als nächstes schließen wir das da. Und jetzt wollen wir mal den Hintergrund ändern, wie ich euch gezeigt habe, dass es schwarz wird. Da gehen wir ganz einfach da oben auf dem FX und gehen unten mit Verlauf färben. Genau. Und das dann darauf anwenden gehen. Und das beim Huma auch, falls ihr wollt. Könnt ihr natürlich auch was anderes nehmen. Und ja. Und schon sind wir fertig. Und das war's eigentlich schon, ja. Und dann halt noch speichern, Knopf anwenden und dann speichern unter, dann benennen wir es mal Erstell 2, keine Ahnung. Ja. Und dann seht ihr schon, haben wir das hier erstellt, genau. Und das war's und vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, euch hat's gefallen und auf jeden Fall tschüss, bis zum nächsten Tutorial.